Wir reagieren auf die 12. Folge von Samuels Wild, und zwar Samuels Wild Teams Krisengespräch. Und wir haben letzte Folge damit geendet, dass Jan Schlappens nicht so gut ging und er mit Joey gesprochen hat. Wir gucken mal, was abgeht. Freunde, jetzt ist es soweit. Wir haben reacted zusammen mit Affe auf Bike und Joey Kenny. Ich hoffe, Lars bleibt noch länger drin auf jeden Fall. Puh, Jan, mir reicht das nicht. Der ist jetzt 7 Tage drin. Kein Essen, kein Bett, im Minenschacht. 7 Tage mit Joey Kelly, den er vorher nicht kannte. Die bauen da ein Haus für alle 14 Kandidaten hin. Ich gehe nicht mit dir. Ich bleib genau hier. Ich mach die 14 Tage, auch wenn ich disqualifiziert bin. Wir sind hier, das sind deine Olympische Spiele. Der Bruder will einfach nur nach Hause. Ich glaube, Jan, tatsächlich auch, dass die Zeit, die er da war, die 7 Tage bisher, dass er in dieser Zeit enorm viel gelernt hat und für sich mitgenommen hat. Ich glaube auch, oder das weiß ich auch aus eigenen Erfahrungen, wenn du alleine bist, nimmst du häufig noch viel mehr für dich mit raus und wächst an dir und wirst stärker und findest raus, wer du eigentlich bist. Und dadurch, dass Jan und Joey auch viel nicht zusammen waren, sondern auch viel alleine gemacht haben, glaube ich, dass Jan in dieser Zeit auch sehr gewachsen ist. Und ich glaube auch, dass der sowas in die Richtung, in der Form noch nie gemacht hat. Weil das ist ein Stimmungsträger, das ist jemand, der immer gute Laune hat. Und ich glaube, es wird schon sehr, sehr offensichtlich, dass Jan keine Person ist, die das vorher schon gemacht hat. Ich bin gespannt, wie was jetzt Mir kommt. Mir reicht das nicht. Er wusste ja erst 11 Stunden vorher, dass er überhaupt dabei ist und dass es losgeht. Das ist crazy. Das Krasse ist ja, wenn er rausgeht, ist Joey ja auch automatisch raus, ne? Wir sind hier, das sind deine... Was dein Leben rein? Das geht nicht mehr, Jan, das ging, Jan ist durch. Ich weiß nicht, wie lange die das zeigen, aber es ging 2 Stunden. Die Tage über gesagt hast, die ganze Nacht, den ganzen Nachmittag drüber nachgedacht. Bro, Joey lässt ihn gar nicht raus, ne? Nee. Der bindet den gleich irgendwo am Stock fest oder so, dass er den Knopf nicht drücken kann. Stell dir vor. Also ich verstehe, dass Joey versucht, ihn zu überreden, aber man merkt, finde ich jetzt auch, also als Zuschauer auf jeden Fall krass, dass der Bruder am Ende ist. Holy shit. Also Jan ist wirklich komplett fertig, Alter. Das klingt nicht so, als, also real talk, der klingt wirklich so, als würde er, wenn er noch 2 Tage da bleibt, einfach in so eine Depression reingehen, Alter. Das ist krass. Dem geht's gar nicht gut. Ich hab das nicht sehen kommen. Weißt du, ich habe ihn beobachtet jeden Tag und dachte, okay, baut er ab, baut er auf, ist er motiviert. Ich habe jeden Abend mit ihm, haben wir uns eine Stunde hingesetzt und dann hat nur er gesprochen. Der hat erzählt über seine Mutter, seine Eltern sind geschieden, ja. Sein Vater wohnt in Österreich und der hat eine Schwester und der hat aber so wirklich ausgepackt und gesagt, seine Oma mag nicht, was er tut, seine Mutter findet es auch doof. Also eigentlich hat er in der Weil Familie... Weil Sorgen machen, wenn er da rumspringt. Genau, und sowas würde ich auch. Ja, meine, der, überleg mal, dein Sohn, der springt da halt, der macht Sachen, die sind so krasse Scheiße. Ne? Und ja, ich habe das nicht sehen kommen. Und dann kam der, wir waren, das war morgens um 11 Uhr, und dann kam der, er hat sich erstmal 2 Stunden verschanzt am Felsen, hat er so eine Stelle gehabt, wo er halt quasi immer drüber nachgedacht. Und dann kam der rüber und sagt, Joey, ich bin raus. Und, von jetzt auf gleich. Von jetzt auf gleich. Du hast es nicht geahnt. Ich habe es nicht geahnt. Ich hab den Abbau nicht gesehen. Aber ich sag dir ehrlich, das ist wie wenn eine Beziehung zu Ende geht. Der Mann denkt dann oft schlagartig so. Hm. Aber die Frau hat sich das über längeren Zeitraum, das baut sich auf. Wenn der das Gefühl hat, ich habe ja mit ihm geredet auch, dass er immer wieder dieses Zeug machen musste und so. Und ich sag dir auch noch einen Aspekt. Ja. Pass auf, es ist ja noch ein Aspekt. Du vergisst auch, du bist Joey Kelly. Bin ich da mit dir, habe ich vielleicht auch Angst, was zu sagen. So, und mach das, was du mir sagst. Und denk mir innerlich, scheiße, alles scheiße. Weißt du so? Und denk mir, wie komme ich hier also raus? Glaubst du, ich raus? Man hat schon riesen Respekt auch vor dir. Also ich habe ihn gequält oder was? Oder ich, vielleicht war das, ja. Was habt ihr denn, war das hart? War das viel Arbeit? Nein, normal. Aber ich glaube für ihn, guck mal, für dich ist es für normal. Für ihn ist das, der kennt das nicht wahrscheinlich. Ja. Weißt du, was ich meine? Da hast du recht. Ich meine, der Jan, keine Ahnung, der wohnt noch bei seiner Mutter. Ne? Und er hat ein cooles Leben und der muss wahrscheinlich nicht kochen und Müll rausbringen, sondern halt er ist ein Spitzen-Parcoursläufer, aber ich glaube nicht, dass er halt schon, es ist gemein zu sagen, dass er nicht, es ist doch nicht erwachsen zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Wenn er da sagt einfach, der Grund, warum er geht, ist einfach, es macht keinen Spaß mehr und ich habe keinen Bock mehr und meine Psyche macht nicht mit.
Ja, auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch stark, dass er so sich einsteht, weißt du. Er sagt so, okay, ich kann nicht mehr, ich gehe zu dem Joey hin, vor dem ich so krassen Respekt habe. Und ich glaube, der hat Tage mit sich gerungen, zu dir zu gehen. Vielleicht wollte er schon 2-3 Tage vorher gehen. Ja, das war bestimmt so schwer für ihn. Wie hat er denn geguckt? Hat er ängstlich gewirkt? Ich glaube, der war ängstlich. Ja, aber man sagt zu Joey, Kelly, du pass auf, Joey, du verlierst hier die Show, weil ich gehe. Das ist für mich ein Problem. Weil ich bin da hingekommen, um zu gewinnen. Ne? Und auch mitzugewinnen, mit den anderen Teams natürlich. Ne? Jeder, der 14 Tage rockt. Und der hat mir halt quasi, als es fest war, dass er halt quasi als Wildcard-Gewinner quasi mein Partner war, hat er mir High Five gegeben. Ich sag, dann habe ich ihm angeguckt und sage einfach, Hand drauf, 14 Tage, Jan, 14 Tage, sagt er, versprochen. 14 Tage, versprochen. Was ist so? Weißt du, die Leute stellen sich auch, er ist ja Wildcarder. Und so eine Wildcard, die guckt sich Seven vs. Wild an, Panama, davor Schweden, die gucken sich das an, wie es wirklich ist. Ist es nochmal anders. Ja, klar. Ich habe auch im Wald geübt und sowas. Ja. Aber in Wirklichkeit, in Panama dann alleine an einem Strand zu sein, ist nochmal anders. Ja. Das kannte ich so auch nicht. Ja, hast recht. Es ist dann, das Echte zu erfahren, ist schon nochmal krass. An dem Moment, wo der Hubschrauber, in unserem Fall bei euch Auto, geht, sagst du, jetzt fängt's an. Ja, ja. Oh, fuck. Ich glaube, Joey ist halt ein krasser Solospieler, ne? Ich glaube, Joey hätte halt auch alleine halt, wäre reingegangen, hätte 14 Tage versucht, so. So, ich glaube, das ist scheißegal. Und Jan ist halt eher jemand, der, glaube ich, so, ich will jetzt nicht sagen, dass Joey kein Teammate war, aber ihr checkt, glaube ich, was ich meine, oder? Ich habe gerade nicht so die richtigen Worte dafür, aber ich glaube, Jan hätte eher jemanden gebraucht, der so ein bisschen so einfühlsam ist und so ein bisschen checkt und so. Sind wir als Team. Ich bleibe, das weißt du, ne? Ich glaube, für Joe ist komplett klar. Egal, was kommt, der zieht da 14 Tage easy durch. Also, ich glaube aber, das ist auch vielen von uns im Kopf so verankert. Egal, was kommt, selbst wenn Jan rausgehen würde jetzt, der Joey, der kann das nicht. Der muss weitermachen. Da ist er einfach anders in Anführungsstrichen so. Ich glaube, nur als Beispiel, nichts Spoiler, bla bla bla, hätte Hannah jetzt gesagt, sie kann nicht mehr und möchte gehen. Ich glaube, obwohl ich für mich dann vielleicht gesagt hätte, ey, ich kann noch weitermachen, ich will weitermachen, ich glaube, ich wäre mit und für Hannah gegangen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich glaube, Joey ist da. Er hat einen Ehrgeiz, das ist unfassbar. Der hat da jetzt angefangen, seine Hölle zu bauen und das muss ein 5-Sterne-Hotel werden. Ich glaube, der ist ganz, ganz anders aufgebaut als der Jan. Nicht im Guten, nicht im Negativen, sondern es sind einfach ganz zwei so unterschiedliche Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass der Jan jetzt vorher schon lange Zeit in seinem Kopf drin hatte, dass er einfach nicht mehr richtig weitermachen will, dass der nicht mehr kann. So. Und ich glaube, der ist relativ spät damit auf Joey zugegangen. Das ist jetzt gerade so eine Vermutung, die ich habe, dass das für Joey vielleicht so ein bisschen harsch gerade kommt. So, hör, du kannst doch jetzt nicht rausgehen, bleib doch noch einen Tag länger, probier es für mich aus. Während Jan sicherlich schon über die letzten Tage hinweg für sich rausgefunden hat, ich kann nicht mehr so. Die passen halt nicht zusammen. Die haben halt, die sind halt mental, sind die anders halt. So, die funktionieren anders so. Ja, I don't know. Oh, shit, Alter. Shit. Ich war stark. Du warst nicht, du bist stark. Okay, die Neuformulierung von ihm fand ich ja krass. Ich war stark. Ja. Okay. Ja. Also ich kann beide Seiten verstehen. Also ich kann Joey verstehen. Du neutraler Schweizer. Ja. Ich kann Joey verstehen, dass es so im Rahmen der Ansprüche, die er so an sich selbst stellt, aber halt auch an die Leute, mit denen er halt unterwegs ist, dass es für ihn halt nicht reicht, so zu sagen, so ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ja, und es ist ja so ein bisschen seine Aufgabe als Teammate, jetzt ihn zu motivieren oder zu gucken, reicht nochmal ein Push? Ja. Weil wenn er dann immer noch Nein sagt, dann ist okay, aber wenn er jetzt nämlich, wenn jemand aufhören will und jemand sagt dann, ja, okay, und sofort greift er dann nach dem Strohhalm und dann sind die raus. Ja. Also er versucht jetzt nochmal zu motivieren, auf seine Art. Ja, ob das jetzt der sinnvollste Ansatz für Jan in dem Moment war, stelle ich mal in Frage. Ja, genau. Aber gerade nach der Aussage von Jan in der letzten Folge, so die, also gerade dieses, er hat überlegt, sich irgendwie selber zu verletzen, um einen Grund zu haben, rauszugehen. Mhm. Das ist halt so eine Sache, wo man echt vorsichtig sein muss, glaube ich. Ja, weil das stimmt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur so dahingesagt war oder ob ihm die Gedanken wirklich öfter gekommen sind, aber wenn ihm die Gedanken wirklich so öfter gekommen sind, dann ist das ja crazy so.
Aber der Gedanke ist wirklich crazy, weil man kann ja auch einfach sagen, ich gehe raus. Fertig, ja. Ja, das gut, ist ja auch nur aber eine Show, ne? Ja, eben, aber dann hast du halt das Problem so, der Druck von außen, der Druck, den du dir selber machst. Mhm. Und was erwartet dich, wenn du sagst, ich gehe jetzt raus, weil mir reicht's an der Stelle. Naja. Und da ist halt nichts passiert so. Das ist ja crazy. Ah, crazy. Stecken wir alle nicht drin. Ja. Das wäre vielleicht noch das eine Video, was wir doch noch gucken können. Jan hat ja, glaube ich, ein Statement dazu rausgehauen zu seinem Ausscheiden. Ja. Ja, vielleicht schauen wir da nochmal rein. Wenn du von hier außenrum hier hingehst, 2 Stunden unterwegs, ne? Das ist so krass. Aber so geil, mal die Drohnenaufnahmen zu sehen, habe ich ja noch nie vorher gesehen. Ich finde es krass, dass sie so eine fette Wanderung machen, weil an Tag 7 ist die Energie schon so krank gebumst. Bin gespannt, also mich würde voll interessieren, wie oft die hier Pause gemacht haben. Strand. Ja, der Küstenwolf ist einfach so die billigste Wolfsart gefühlt. Also die ist ja, die ernähren sich von diesem scheiß Sumpf. Die essen Seegras, angespülte Fische, Kröten und so. Also die sind wirklich sehr low. Die sind wirklich sehr low und nicht bis zu 50 Kilo. Wir haben den einen Wolf da gesehen bei Knossi und Sascha am Anfang. Das ist kleiner als ein Schäferhund, aber die haben riesen Pfoten. Deswegen sieht das so krass aus im Sand. Wir machen eine fette Wanderung und wollen Vor allem, die sind ja nur am fette Wanderung machen. Egal wann zu den beiden geschaltet wird, die sind immer am einmal in die Richtung 500 Kilometer laufen und dann nächster Tag, also ein bisschen langweilig, lass mal wieder 600 Kilometer in die andere Richtung laufen. Also, dass sie die Insel nicht aus Versehen schon mal umrundet haben, das wundert mich mittlerweile auch. Doch bei mir wird sie erst wieder kippen, wenn wir im Shelter zurück sind. Wow, ich muss sagen, so sehen Wieland Zara gerade auch irgendwie echt stylisch aus. Weiß nicht, ja, oder? So nach hinten, ja. So nach hinten sieht krass aus, ne? Da muss ich jetzt mal wieder sagen, kannst du halt da, wo sie sind, halt machen, ne? Wären die jetzt bei uns am Spot gewesen oder bei Joey am Spot, dann wäre es mit der fetten Wanderung, glaube ich, ein bisschen schwieriger gewesen. Richtig. Wir sind mal Ebbe losgegangen, deswegen konnten wir gut am Strand laufen, mussten nur über ein paar Felsen klettern, haben sie alles rausgeschnitten. Da haben wir Häuser gesehen, ist nicht viel, es sind 7 Häuser, wir wussten nicht, was da abgeht. Das ist ja auch die Insel der Einheimischen, ja, der Inuit, die da sind. Deswegen hatten wir Respekt vor und sind dann umgedreht. Nicht, dass die dann, weißt du, wenn die auf der fucking Wolfsinsel leben, sind ja safe auch bewaffnet. Haben es nicht gefilmt, wurde auch nicht mit reingeschnitten, haben es nicht weiter erwähnt. Aber weiß man jetzt ja eh, wenn man die Karte gesehen hat. Ihr seid, wo wir hingelaufen sind, da war ein Dorf. Hättet da pennen gehen? Nee, so dicht sind wir nicht rangegangen. Wir wollten da nichts machen. Vielleicht haben die auch Hunde oder so einen Scheiß. Weißt du, wussten wir ja nicht. Warum wurde euch nicht gesagt, dass ihr da nicht hin dürft? Wurde uns gesagt? Also, die haben damit gerechnet, dass wir nicht da hingehen. Das ist, also, aber da ist ja auch keiner. Es ist ein Lost Place, da wohnt keiner. Aber wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben nur ein Dorf gesehen und dachten, da wohnen die Einheimischen. Aber die wohnen da seit 10 Jahren nicht mehr. Ist alles verlassen. Aber die haben nicht mal mit gerechnet, dass wir so weit laufen. Ich glaube, Fritz hat gelacht und Maddy. Also, ja, mach das mal. Ich glaube auch die Naturensöhne und ich glaube sogar die Leitung, meine ich. Ja, gut, naja. Ich find's geil, dass Max die ganze Zeit sowas sagt wie, so, also er sagt auch schon in der letzten Folge, hat er so oft gesagt so, ja, oh mein Gott, ich wette so, Fritz und Martin und die Naturensöhne haben so ein Überkrass, die essen gerade 5 Fische und so. Und er sagt immer so Sachen so, ja, die trinken gerade mit ihrem Wasserfilter und so, Bro. Er sagt immer so Sachen und die sind einfach schon raus. Die schneiden das alles mit Absicht rein. Ja, real talk. Aber ich meine, es ist ja auch ein interessanter Part. Man denkt ja auch an dem Punkt, so Tag 7, du denkst ja nicht, jemand ist raus. Weil du weißt ja, wie es dir selber geht. Wisst ihr, was ich meine? Man misst ja alles daran, wie hart es gerade für einen selber ist. Und wir dachten halt so, ja, okay, wenn wir jetzt 7 Tage haben, Bro, also, dann wären ja Fritz und Maddy Naturensöhne und die anderen. Also, wir dachten so, Bro, wir waren so, okay, jetzt ist noch keiner raus. Safe call, niemand ist raus. Kann auch falsch sein, aber wir wurden belächelt, als es hieß, wir machen eine fette Wanderung und wollen die Landschaft zeigen. Oder die meisten Leute von denen, die irgendwas online labern, Bro, die würden das alles auch vielleicht schaffen, aber die verstehen 0%, wie krass das wirklich da war. Also wirklich, das ist wirklich das Krasseste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Also wirklich, das ist das Schlimmste. Ich würde es ungern nochmal machen müssen. Ja, ich frage mich aber auch, um jetzt, also mal ganz ehrlich, wenn man einen See oder sowas, also die hatten ja eigentlich schon voll den übelst großen See gefunden. Wenn man einen See finden will, läuft man denn nicht ein bisschen so rein in den Wald? No front, also es ist jetzt gerade wirklich für mich, da wird ja jetzt nicht am Strand einfach irgendwo ein See sein. Oder geht es denen darum, einen Fluss zu finden, der dann zu einem See führt? Das kann natürlich auch sein. Ah, ich hab's gerafft.
Das sieht komisch aus. Wölfe buddeln doch nicht so, oder? Ja, vor allem, das sieht so, keine Ahnung. Sieht ja, irgendwie, als wäre das ein Eingang zu einem Bau gewesen, der ja, zugeschüttet ist oder so, von ne? Von Mäusen oder so. Komisch, Alter. Das war Kevin, hat er reingeschissen. Ist das fantastisch. Boah! Zu unserem Shelter zurückzukommen. Boah, das sieht echt cool aus, Mann, mit diesen Blättern vorne dran. Der ist ja so toll. Ja, Mann, der ist krass. Wir waren in der Flut gefangen und sowas. Wieso zeigen die das nicht? Shelter zurückzukommen. Ich kann immer noch nicht glauben bis jetzt, ne, dass die einfach da eine Matratze gefunden haben. Es ist doch einfach nicht zu glauben, oder nicht? Da verstehe ich jeden, der sagt, hat die Orga dann eine Matratze oder wie bei uns, hat die Orga dann Krebs reingepackt. Wie viele Leute einfach immer meinten, dass die Orga irgendwelche Sachen an Strände gepackt haben. Was ist das? Warum haben die so eine fette Matratze? Das ist einfach nur geil. Ich sag euch ehrlich, ich bin ein bisschen neidisch. Oh Mann, der Junge, das kennst und du der gar kann nicht mehr. Dass er ganz alleine ist, ne? Ja gut, das war an dem Tag, wo, ich meine, überleg mal, ich werd jetzt halt quasi disqualifiziert. Warte mal, ist ja nicht so schlimm jetzt. Ja, oh, guck mal, die traurige Musik im Hintergrund. Warte, sag mal leise. Aber du hast ihm den Wasserfilter hast du ihm mal mitgegeben. Durfte er? Ja, durfte. Natürlich. Wir haben nur aus dem Wasserfilter getrunken, weil das Wasser da... Joe ist wirklich ein überragender Mann. Guck mal, wie er von dir spricht. Inspirierend, sein Faller. Der redet aber wirklich meine Entscheidung ist gefallen. Für mich ist es hier heute vorbei, an Tag 7. Hälfte geschafft. So viel wie die Teilnehmer in den 2 Staffeln zuvor. Also die Gewinner. Aber das ist, sorry, wenn ich unterbreche. Ja. Das ist sich, man denkt dann schon so, man vergleicht es dann mit Teilnehmern. Das darf man nicht, ne? Da musst du hart bleiben, ne? Aber weißt du, was ich meine? Ja, so, aber er hat mich gestern angerufen, ne? Ja. Und wir machen eine Reaction-Video für eine von den Formaten. Und ich habe ihm aber auch gesagt am Telefon, Jan, ich werde auch meine ehrliche Meinung sagen. Es bringt nichts, wenn ich nicht sagen kann, dass ich sage einfach, ich war schon sauer auf dich, weil du hast quasi den losgezogen. Aber ich mag dich trotzdem. Ne? Aber wir können miteinander einfach ehrlich sprechen. Du warst wirklich sauer, ne? Ich war sauer auf die Situation, hatte keine Wahl. Guck mal, ich hatte überlegt, ihn halt quasi im Baum zu fesseln. Pass auf, ey, wahre Geschichte, Ich sag einfach, wir sind zurück alle, egal wer wann wie wo abgebrochen hat, egal wer wann wie wo, läuft das die Kamera, ja? Ich stehe draußen, ich sehe Joey, steht da unten an, so hier auf dem Rasen da, wo wir immer gegessen haben, schön in der Hotelanlage. Ich, Joey, jetzt erzähl mal, wie war das, ja? Ich habe überlegt, soll ich ihm sein Gerät wegnehmen? Soll ich ihn am Baum festbinden? Aber es ist Freiheitsberaubung. Ich denke wirklich, also Joey, wirklich, du wolltest den festbinden. Ist so. Boah, stell dir das aber mal als Material für die Show vor. Ja, guck mal, ich hätte dann ganz einfach, ne, hier den Beeper geklaut, das Satellitentelefon und fertig. Dann hätte ich das Ding einfach versteckt. Oder mir in der Tasche gesagt, ja, hol dir das, Jan, wenn du willst. Dann gibt's aber Probleme. Oh, stell mal nach 14 Tagen, wenn weißt die ab... Weil Jan, es war nicht so, dass er verletzt war. Ihm ging es doch gut. Ich sage einfach, ich habe keinen Bock mehr. Ich sage, kein Bock existiert nicht, das ist unfair. Du hast mir High Five für 2 Wochen gegeben, Jan. Ne? Da habe ich aber auch Bock mit Joey Kelly in die Welt zu gehen. Jan, weiß ich jetzt nicht. Das Ganze ging noch schlimmer. Da habe ich überlegt, dann kam auf einmal Paranoismus im Kopf. Kennst du das so? Worst Case, musst du halt dir überlegen. Und dann ist es so, da haben die am Telefon, die Produktion, sagt, Joey, du hast jetzt im Hubschrauber, wenn wir dich abholen, einzusteigen und mitzukommen. Es ist so gegeben, du musst, lass laufen. Ich bin gespannt, was, ob die... Stimmt die Geschichte? Wollten dich mitnehmen, sozusagen. Also du. Stimmt die Geschichte, ja? Dass du das Satellitentelefon, ich habe das gehört, ja? Du hast das Satellitentelefon genommen, hast angerufen, ich bleib da, keine Diskussion, ciao. Und wieder aufgelegt? Das stimmt. Aber es ging einen Schritt weiter. Der ist nicht ganz so. Lass mal laufen. Ja, wir lassen laufen. Wenn der Jan quasi mit dem Hubschrauber weg war. Weil an dem Moment, ich wusste nicht, was abgeht. Aber das zeige ich euch. Scheiße, Mann, ihm geht's gar nicht gut, Bro. Der E-Mail schnell sagt so, Joey ist wirklich ein übertriebener Wichser. Er macht so eine Ansage. Teampartner. Da, das ist richtig hier. Da sind Fische drin. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da Fische drin sind. Ach Mann, scheiße. Jan, du brauchst einfach was zu essen. Ey Leute, ich kann das absolut verstehen.
Schaut euch die erste und die zweite Staffel an. Da haben die Leute nach Tag 2, Tag 3 geheult. Teilweise grundlos. Ausgeschieden. Er hat die 7 Tage geschafft. Das ist absolut krass. Er hat einen richtig fetten Shitstorm bekommen, Social Media, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Sondern dann sollen sie den anderen Wildcarder casten. Das weiß keiner, was vorher auf einen zukommt. Er war unendlich motiviert. Er hat die 7 Tage durchgehalten und dann mit Joey und halt diese fucking riesige Höhle gebaut. Mit jemandem, den er vorher nicht kannte. Das ist absolut in Ordnung. Ich verstehe null, wie da Leute so sauer auf ihn sind. Ihr wisst, also geht selber mal raus, macht mal die 7 Tage draußen. Ohne Essen, ohne Bett und alles. Absolut vollstes Verständnis für wirklich. Alter, guck dir mal bitte den Wasserbeutel an. Haben wir nicht gesehen? Acht mal auf den Wasserbeutel. War da ein Teilchen drin rumschwimmen? Siehst du das? Du bist ja krank. Ja, gut. Ja, also ganz ehrlich, ich find's auch in Ordnung zu sagen, nach 7 Tagen in der Scheiße da festzustellen, ja, bockt nicht. Kein Bock mehr drauf. So. Ja. Dafür ist eine Show. Ich hab dir ein paar Blaubeeren geholt, Jan. Letzte Versuch. Letzten Strohhalm. So eine Handvoll. Ich finde das irgendwie süß. Aber auch nicht so viele, Mensch. Ja, nee. Ein bisschen mehr machen. Aber das waren alles roten, ne? Nee. Die guten, ja. Genau, okay. Weil wenn du die falschen nimmst, dann kriegst du quasi ja, Bauchkrämpfe. Ich will er nicht mehr. Essen, nee. Okay. Das war jetzt wahrscheinlich so eine liebe Geste ja, von eben. Joey. Ja. Ja, aber wenn für ihn feststeht, er geht jetzt raus. Ja, hat der noch mal eine Beere zu fressen, Mann? Die haben ihm ja sowieso schon nicht geschmeckt. Ich weiß, deswegen sage ich es ja. Boah, da musst du so auf so 7 Tage nichts gegessen, dann so eine Person, die du gar nicht so gut kennst, dann so ein ernstes Gespräch, Mann. Ja, genau, das ist wie so Schluss machen. Das ist so, als müsste er jetzt gerade so ein Trennungsgespräch führen, auf so 7 Tage nichts gegessen. Oh mein Gott. Oh nein! Oh Mann, ich würde mich so schlecht fühlen an. Oh Mann! Ja, das ist so süß von ihm! Er macht's ihm so schwer! Ja, dann bleibt er, glaube ich. Ja, Jan, ey! Da bleibst du noch, oder? Komm, da ist doch noch was drin, da bleibt noch 7 Tage. Montagedrop ist fertig, sein Zweitmann zum Höhlebrauen braucht er jetzt eh nicht mehr dringend. Stimmt, das Ding ist ausgegraben. Der Lehrling kann jetzt nach Hause. Oh, es ist so eine Situation, in die es, glaube ich, sehr, sehr schwer ist, sich hineinzufühlen, weil natürlich der Zuschauer jetzt sagt so, ey, Joey hat sich das noch einen Tag gewünscht, dass der Jan noch einen Tag weitermacht und so. Und ich verstehe das auch und ich denke mir auch so, Alter, vielleicht noch eine Nacht, aber der hat das für sich einfach schon, glaube ich, lange, lange Zeit abgeschlossen. Und ihr dürft auch nicht vergessen, dass da immer nur ein Bruchteil ausgestrahlt wird, ne, und auch nur ein Bruchteil gefilmt wird. Da passiert so viel. Wir wissen so wenig von den Gesprächen, die vor Ort abgelaufen sind, wie gut die sich wirklich hinter der Kamera verstanden haben, wie unangenehm der Jan sich vielleicht gefühlt hat, wie unangenehm sich Joey gefühlt hat, das wissen wir. Es gibt ja wirklich wenig Einblick in die Gefühlslage von den beiden. So, I don't know. Deswegen, ich weiß, dass viele Leute es total anders sehen und es ist okay, ihr könnt kritisieren, passt einfach auf, wie ihr euch formuliert dem Jan gegenüber und meine Worte an Jan sind, ich hab dich lieb, mach einfach immer weiter mit deiner Stimmung. Ich persönlich finde das voll fein, wenn der nicht mehr kann und geht, dann ist das fein und ich finde das schwierig, Kritik auszuüben im Sinne von, das weiß man doch vorher, dann bewährt man sich nicht. Nein, ich glaube halt nicht, dass Jan schon mal 7 Tage in der Natur war, in diesem Sinne auch nichts gegessen hat in so einer Situation. Der wusste einfach nicht, dass sein Körper und seine Psyche da so drauf reagiert. Ich würde für dich auch einen Tag länger bleiben. Ja, Joey würde für ihn 4 Jahre länger bleiben. Was willst du denn halt quasi im Hotel rumgammeln? Joey, du würdest für Jan auch 50 Tage da bleiben. Du bist halt einfach ein bisschen anders. Länger bleiben. Ich glaube, Joey denkt halt, wenn er jetzt Jan hat gerade nur so eine Tiefphase, wenn er die überwunden hat, am nächsten Tag ist er wieder so voll auf Bock und so. Aber das ist das, was ich meinte. Wenn einer aufgegeben hat im Kopf, dann hat er aufgegeben, Alter. Ja. Dann ist das over, ne? Willst du denn halt quasi im Hotel rumgammeln? Weiß ich nicht.
Mir auch gerade egal. Ich glaube, das Gefühl kennt Joey Kelly auch nicht, weil ich glaube, alles, was der gemacht hat, hat er bisher durchgezogen. Ich wahrscheinlich, glaub, der ja. Der hat noch nie aufgegeben, der kennt das nicht. Wahrscheinlich kennt er es nicht und er denkt vielleicht, er will Jan vor einem Fehler bewahren oder so, ja. Ne? Ja, ja, safe. Ich glaube, Joey checkt schon, aber ich glaube, was halt über allem steht bei Joey, ist halt sein Ehrgeiz. Ich glaube, sein Ehrgeiz ist halt über allem. Und wenn Jan halt geht, dann sind die halt als Team halt ausgeschieden, so mäßig. Und ich glaube, das ist das, was hier gerade so ein bisschen über dem Ganzen so liegt. Ich weiß nicht, wann. Bro, ich weiß nicht genau, wie wir das gehandelt hätten, hätte einer wegen Psyche abgebrochen. Oder abbrechen wollen. Hätte einer so mäßig gesagt, scheiße, Bro, fucky. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ich bleib. Aber ich finde krass, also, dass es ihm selber auch so schwer fällt, dieses disqualifiziert sein. Ich schätze jetzt Joey nämlich eher ein als ein Typ, der einfach mitmacht für das Erlebnis. Also, klar, also er will die 14 Tage schaffen. Ich dachte immer, das ist, worum es ihm geht. Also, ich glaube, er wäre halt enttäuscht, wenn er jetzt zum Beispiel vorher aufgeben müsste, weil er bricht sich das Bein oder so. Aber er kann ja die 14 Tage auch ohne Lars machen. Ja. Er kann ja auch einfach so machen. Aber anscheinend hätte er auch, glaube ich, er ist auch sehr competitive wahrscheinlich. Ja. Und er hätte wahrscheinlich auch echt Bock gehabt, halt das zu gewinnen, so diesen Gewinnertitel zu tragen wahrscheinlich. Ja. Ne? Das Wetter lässt kein Boot zu, Digga, das ist doch so besseres Wetter, gibt's doch nicht, oder? Da, oder? Die wollten nur für die Action Helikopter bringen. Hey, die Wetterlage sieht jetzt, also jetzt gerade sieht die Wetterlage, bin ich dumm? Die Wetterlage sieht doch todesentspannt aus. Aber Heli sieht schon geil, würde ich auch gerne, also da fährte ich mich auch ab und das zum Heli ein bisschen fliegen schon geil. Real Talk ist so geil, dass es ein Team gibt, was so ist oder was dieses Problem hatte. So, das ist auch nochmal eine ganz andere Storyline, als alle anderen hatten, so. Ich weiß nicht, das ist schon geil. Es ist windstill und die Sonne scheint, die braucht nur die Action. Ist unangenehm, du hast ja schon schlechtes Gewissen, dass du aufhörst und dann schicken extra sogar noch Heli. Ja, obwohl doch, das sind gut Wellen. Ich hab nichts gesagt, alles rausschneiden. Da sind 4 Meter hohe Wellen. Gut. Du willst auch immer ein Sieger sein. Ich will auch aber zumindest ich alles geben, dass man halt mitgewinnt. Aber du hast ja ich quasi bleibe. Alles gegeben. Ich gehe nicht. Ja, ich bin geblieben. Deine Situation war ja auch schon von vornherein schwierig. Zuerst noch Healing. Das war klar. Weißt du, mit dem wärst du auch nicht länger dran. Der wäre noch früher. Ich glaube, mit Andreas Kili hätten wir wahrscheinlich uns umgebracht. Oder? Das wäre wirklich jeden Tag 3 Schlägereien. Wie war das jetzt der Moment, als er das Gerät gepackt hat? Scheiße war das. Ich dachte, ich habe in den letzten Minuten, ich wollte ihm das Gerät wegnehmen und einfach das Gerät im Wald verbuddeln und einfach, ja, einfach sagt, ins Meer reinschmeißen. Die holen uns ab. Also ich meine, also weg und dann hätten wir das Ding verschanzt. Und in zu ein, zwei Jahren ist er dir dankbar. Gott sei Dank hast du das gemacht. Ne? Wir haben es geschafft. Ich glaube schon. Ich kann meine, sein. Aber dann gehst du in den Knast. Wahrscheinlich, ja, weil ich halt einfach, nee, aber ich hätte auch sagen können, pass mal auf, ich habe das geraubt, okay, das ist, hätte ich ihn angefesselt, dann ist es, aber hätte ich sein Gerät geklaut. Er ist richtig tief in der Tat. Wird der Richter sagen, sag mal, sie haben ihn da, er wollte aus der Situation raus, du hast ihn da gehalten, egal nein, wie. Nein, aber ich habe gesagt, er kann doch gehen, er kann doch am Floß bauen und abhauen, mehr will. Ja, ne? Vielleicht. Ah, das Floß, das bringt aber auch Bewährung. Vielleicht auch Bewährung. Vielleicht. Weißt du, jetzt ist der Wetter abgeholt, der hat auf einmal wieder die beste Laune seines Lebens. Ich glaube, der gehört einfach woanders hin. Und zwar, weiß ich nicht, moderieren auf irgendwelchen Bühnen, seine Jumps machen, gute Laune verbreiten und damit richtig viel essen. Und jetzt der Hype auf einmal wieder zurück. Also ich glaube, dass es einfach nicht ganz Ding da draußen. Und das ist auch völlig fein. Und vielleicht auch abhängig von der Auswahl des Partners. Das ist gar keine Kritik gegen Joey, ich liebe den Joey. Sondern einfach nur, dass vielleicht ein anderer Partner mit Jan besser harmoniert hätte. Und vielleicht auch der Joey mit einem anderen Partner besser harmoniert hätte, ne? Also wissen wir nicht. Er ist jetzt schon wieder gut drauf. Ja. Man merkt halt jetzt, er ist so erleichtert gerade. Hat Joey Kelly Jan den Mittelfinger nachgezeigt? Ja. Er zeigt Lars da einfach den Mittelfinger. Krass. Wie er einfach steht. Frage. Antwort. Ja? Was wären da jetzt bei einem Code Red gewesen? Wir können da nicht anlanden, weil das Wetter, die Wettersituation das gar nicht zulässt. In so einen Helikopter passen nur 2 Leute rein. 3, wenn kein Co-Pilot drin sitzt. Ja, reicht doch. Naja, weiß ich nicht. Na gut, wahrscheinlich hätten sie dann wirklich Rettungskette, Küstenwache organisiert. Ja, zusätzlich noch, ja. Naja, aber ist, ja. Ne? Ja, Coast Guard Heli, ja, da schreibt schon einer.
Aber Joey, ich glaube, der sieht das so ein bisschen jetzt als Versagen oder als verloren an. Ich glaube ganz ehrlich, Joey, das ist für dich, das ist, du bist dafür geboren, die Dinge auch alleine durchzuziehen. Der Mann macht das zu 100%. Und der wird da auch 5 Wochen sitzen. Hier und hier war es gesundheitlich, hier war es die Psyche. Aber wer am Anfang gedacht hätte, dass es irgendwann so eine Konstellation gibt, dass nur noch die Streamer und YouTuber drin sind, das ist schon verrückt. Wie ist Joey dabei ergangen? Das seht ihr am 24.01. in einer Bonusfolge auf YouTube. Bro, Real Talk, das ist eigentlich das Beste, was Joey hätte passieren können. Also ich meine, eine Bonusfolge ist ja so viel Spotlight auf ihn als Person. Das ist ja überkrass. Also das ist ja überheftig. Finde ich halt auch sweet jetzt, dass Joey das so nochmal sagt, auch jetzt in Anführungsstrichen hinter Jans Rücken, ne? Ich würde zum Beispiel jetzt gar nicht geil finden, wenn Joey da jetzt steht und sagt, oh, die Lusche oder so, weil das wäre einfach auch nicht, wäre auch nicht dem gerecht. Das finde ich cool von Joey, dass er auch nochmal, obwohl er ja so versucht hat, so, ey, Jan, bleib, da jetzt auch nochmal so zu sagen, ey, guck mal, ist halt so. Also die hatten insgesamt 2 Rangers. Ja, genau, ne? 2 Stück, ja. Und einer davon ist bei der Fremdenlegion. Und der andere ist ja auch Spezial, wahrscheinlich KSK-Kämpfer oder whatever, ne? Mm-hmm. Und ich dachte, weil am Telefon, als ich die Produktion gesagt habe, ist mir egal, ich bleibe, dass die genau diese Jungs mir schicken und dass die mich verhaften und mitnehmen. Das dachte ich wirklich. Ich sage einfach, das kann passieren, das könnte worst case sein. Weil die Warum bist du so hinten so, verdeckt mit Kamera an, wie die Leute, die sich wehren mit Handy dann so. Nein. Ey, ich film mit, ich weiß genau, was ihr vorhabt. Nein. Was du nicht weißt ist, dass ich den Jan gesagt habe, okay, gib mir eine halbe Stunde und du gehst, drüber nachzudenken. In der Zeit habe ich alle meine Sachen im Wald versteckt. Falls die kommen und mich verhaften wollten, dann würde ich wegrennen. Warum sollte ich dich verhaften? Ja, weil die halt den Oberhand haben, weil die halt quasi zuständig sind für die Sicherheit. Ich stell mal vor, was mache ich denn gegen 2 Top-Militärtypen, die dann kommen und mich dann halt anschnallen? Aber warum sollen die das machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, weil die sagen, du bist raus aus der Show, du musst mit. Genau, du musst mit, bringen dich quasi in Sicherheit und wenn du da abhauen willst, dann mach das. Dann dachte ich, okay, wenn das passieren sollte, dann hole ich in der Zeit, wo der Jan halt quasi drüber nachdenkt, ob der nicht kommt, hole ich alle Sachen, meine Sachen, das komplette Kamera-Equipment und alles im Wald versteckt, dass sie das nicht finden, dass wenn die kommen sollten, dann renne ich weg. Aber du bist doch bei dir laufen, dass die Synapsen auch nicht mehr ganz schön. Das ist kein Ernst. Das habe ich noch keiner erzählt. Aber das glaubst du doch selber nicht, dass das passiert. Es ist nicht unmöglich. Stell mal vor. Das ist doch komplett unmöglich. Das ist doch komplett unmöglich. Joey, da kommt doch keine SEK-Einheit und fesselt dich und transportiert dich ab. Stell dir mal vor, er rennt deine Beine. Aber das könnte worst case sein, dass sie dann sagen, okay, den holen wir jetzt. Ist uns egal, der wird einfach von uns gefesselt. Wir haben die Verantwortung für die Sicherheit. Der hat halt quasi hier raus aus der Produktion zu gehen. Wir gehen dahin und wir holen uns einen Schnappnehmen. Ja, so weit dachte ich. Und selbst da würdest du dich noch widersetzen. Du bist da hingefahren, dann widersetzt du dich auch der Produktion, dann schalte ich, bleib hier draußen. Mir ist alles egal, dann geht ich es mal. Ja, aber die könnten das ganz einfach machen. Die könnten quasi kommen und selbst wenn die mich quasi nicht verhaften und anschnallen, die könnten das komplette Equipment mitnehmen, dann bin ich auch am Arsch. Nehmen die halt den Schlafsack mit. Nehmen die halt quasi meinen Wasserfilter. Die Klamotten, die brauchen nur die Sachen im Sack packen und sagen einfach, dann bleib doch mal hier. Aber die Sachen gehören uns als Produktion und du kannst gucken, wie du klarkommst. Dann dachte ich, okay, das ist scheiße. Dann habe ich meine Klamotten nicht, mein Messer nicht. Dann habe ich mein Schlafsack nicht, gar nichts. Und machen den Shelter noch kaputt. Stell mal vor, die Säge weg. Du bist komplett so weit kann das gehen. Das passiert nicht. Ist doch Seven Boys. Ich meine, das ist doch eine schöne Show mit positiven Gefühlen. Was, wir sind doch nicht im Krieg. Ich muss doch vom Worst doch, Case ausgehen. Ist doch nicht Rambo. Ist ja. Doch, wir spielen doch nicht Rambo. Guck Reality mal Show. Aber stell dir mal das vor. Da steht da wie John J. Rambo. Steht da hinten, ey. Jetzt wirklich, dann renne ich in den Wald. Das war so, dann dachte ich. Deswegen ist er auch so hinten, weil er ja, Angst hat. Ja, genau, weil ich. Mit der Kamera als Schutz. Ich wusste nicht, wer aussteigt. Und dann habe ich gesehen, nur einer ist ausgestiegen, der Messer nicht. Also, so weit ist nicht. Also, ich kann. Sondern also halt, ich dachte, Möglichkeit, wirklich, die kommen, nehmen einfach alles mit, sei einfach. Wenn du dann hier bieben. Oder doch, worst case, handschnell, zack,
du bist jetzt verhaftet, du kommst jetzt mit. Du hast ja nicht, du Kamel, wir haben den Überhand, wir haben hier die Verantwortung für halt was. Aber es kann ja wirklich sein, es war ja so gedacht, setzt einen Kandidat, macht es nicht mehr, ist das Team raus und genau. Verlässt auch die Insel. Richtig. Ja, aber verhaften. Stell nee, dir verhaften. Die jetzt mal raus mit den Handschellen. Aber, was, Joey aber die wissen doch, dass Joey sich wehrt. Er macht das nicht. Der hat am Telefon, hast du klipp und klar gesagt, Dude, ja, ich bleib hier, keine Diskussion, ciao. So war's, ne? So war das, ja. Und da, dann war keine Reaktion mehr, ne? Nein, dann haben die natürlich auch 8-mal versucht anzurufen und Jan kam zu mir und sagt, lass mich in Ruhe. Ja, aber ich sage, Jan, weg. Ich will mit keinem reden. Du kannst gehen, ich bleibe hier. Fertig. Da gibt es keine Diskussion. Genau. Wenn der hier bleiben will, bleibt er. Das ist doch nicht normal. Hast aber du nicht kurz drüber nachgedacht, dann gehen wir halt, dann gehst du auf halt. Keinen Fall. Nie, never. Warum? Warum war dir das so wichtig? Weil ich die Zeit geblockt habe, dahin zu. Ja. Stimmt, die Termine eh schon alle abgesagt. Was soll alles, ich jetzt machen? Genau, und ich meine, ich will ja, wenn zumindest kann ich sagen, ich habe dann halt alles gegeben und habe dann halt quasi. Ich bin so weit gekommen, dass ich dann halt, das werden wir halt natürlich auch sehen bei den nächsten Folgen, aber dass ich halt quasi das Ding an meine Grenze gekommen bin vielleicht und zumindest so viele Tage gerockt, wie ich könnte. Voll. Mhm. Joey Kelly, ey. Das klingt wild. Joey Kelly, das sehen wir nochmal hier. Joey Kelly und sein Azubi. Mhm. Er ist schon ready für seine Verfolgung. Ausbildung abgebrochen, ey. Ausbildung abgebrochen. Woche. Ja, wirklich. Okay, dann gucken wir mal weiter. Die Sachen alle versteckt, ja. Dann habe ich, als die weg waren, dann habe ich die alle wieder geholt und dachte, vielleicht kommen die nochmal. Aber ich hatte schon einen versteckt, wo du findest ja nichts. Also, das war schon 17 Uhr und zwei Stunden später, drei Stunden später war schon dunkel. Boah, ja. Ne? Guck mal, drei Teams schon weg. Wir haben so viel geredet, wurde ein Team abgeholt und hier und da, wir haben uns so den Kopf zerbrochen, das war krass. Wir haben geguckt, von wo die Wasserflugzeuge kamen, weil wir sind ja am Anfang einmal um die Insel rumgeflogen, wussten, wo wir gelandet sind, sind dann mit dem Boot um die halbe Insel rum, wir wurden auf der offenen Pazifikseite abgesetzt, dann haben wir so überlegt, wo die Wasserflugzeuge fliegen und die sind auch tief oder teilweise gelandet, wurde einer abgeholt. Oder wenn wir ein Heli gehört haben, weit entfernt, ist ein Team raus, gab es ein Rettungsteam, hat sich so viele Gedanken gemacht. Guck mal, unser Haus, wie findest du unser Haus? Wo stammt dieses Teil hier? Ja, das ist jetzt die. Perfekt. Dach. Die anderen Folgen, ich habe nur die ersten vier gesehen. Ja, ja. Ja, ja, okay. Und das ist jetzt 12. Ja, ja, ich weiß, ich dann guck doch mal, ja, macht ja nichts, siehst du ja unser Haus. Das ist geil. Natürlich geil. Und was ist das? Das ist jetzt eine Matratze? Nee, das ist. Das war in der Pappe, die wurde angespült, so ja. Komisch. Und habt ihr da drin zusammengepennt? Ja. Ist das nicht ein bisschen eng? Eben zusammen gekuschelt. Ja. Okay. Das Erste, was wir jetzt machen. Ganz klar. Das Netz ist Gold! Boah, ein großer. Digga, let's aber ein go. Dünner. Wieder so ein dünner, gell? Ein ganz dünner. Wieder diese dünnen Schollen. Junge, super. Aber krass. Tipptopp, Sascha. Ja. Wirklich, ich dachte, als sie meinten, sie haben kleine Fische rausgezogen, dass die solche Dinge hatten. Bro, Lil Bro sagt zu solchen Fischen kleine Fische. Aber man sieht halt, der Tümpel bei denen, das ist zumindest so, dass du den Boden nicht richtig siehst. So tief ist es zumindest. Der Tümpel bei uns war halt so, der war halt wirklich, da war so viel Wasser drin. Also original so tief war der, ne? Ja. Konntet ihr das wiederverwenden oder hat sich das ja, nee, wir haben das schon mal wieder benutzt. Wieder so ein dünner, gell? Ganz dünner. Wieder diese dünnen Schollen. 40 ja, Fische. Ja, aber wir haben dann irgendwann, irgendwann im Meer gekeschert. Wir haben aus einem Netz Kescher gebaut. Also Sascha, Brühe, 10 Stück so klein. Bären, denn okay. Ich denke, wir waren nahrungstechnisch gut. So wie war es bei dir, Anna-Kathrin? Also es war super. Hat man ja schon gesehen, den Krebs, genau. Den großen hatten wir am Tag 4 oder 5. Genau. Und der kochen werden, gibt halt Energie. Vielleicht ein paar Schnecken sehr, sehr gut. Und auch Schnecken haben wir ganz viele gegessen. Also es war gar kein Problem, was jetzt Nahrung angeht. Und die Schnecken geben enorm viel Energie. Die sind immun gegen Red Tide. Das ist, da waren wir uns 1000%ig sicher, weil die ja im gleichen Wasser sind. Ich hätte nicht mal gewusst, dass das Schnecken oder Muscheln sind, weil die haben ja auch so ein Muschel, also what the fuck? Ist ja gefühlt das gleiche. Ja, hier habe ich schon. Digga, das sind für mich Muscheln. Das sind einfach Schnecken, die du essen kannst. Davon hatten wir auch richtig viele, ne? Das ist vielleicht auch nochmal eine Sache. Im Chat ist gerade diese Ranger-Thematik, bei wem die waren wegen Red Hat und hast nicht gesehen. Bei uns waren sie nicht. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt hatten. Bei uns war keiner. Also, wir sind ja dann an Tag 5 raus und bis Tag 5 war bei uns niemand, um uns über die Red Tide zu informieren. Oder halt, was damit jetzt ist. Es hieß aber von vornherein, von Briefing, dass in dieser Jahreszeit heute diese Muscheln gefährlich sein können. Kein Briefing, ne? Also, mir hat der Ranger gesagt, bevor wir gestartet sind,
das Pass auf die Muscheln aus, essen lieber nicht. Die könnten in dieser Jahreszeit auch Verdauung essen. Also ich wollte... Sascha, zwei, drei ins Feuer rein. So. Schnecken gehen jetzt. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja. Die sind so komisch rötlich. Genau, wenn die rötlich sind, dann gibt es halt quasi irgendeine Seuche, sagte er. Und das ist dann halt quasi, du bist krank, dehydriert, Fieber und Durchfall. Und hey, nee, eure Muschel, also eigentlich so die Seuchung, glaube ich, so aussehen, wenn du die kochst. Das war schon okay. Aber wenn sich so ein roter Schleier über das Wasser, das ist so eine Alge und das ist dann die Red Tide. Ja, genau. Die hat man nicht richtig gesehen, aber dieses Risiko einzugehen. Ach, guck mal, das ist die Schnecke. Auch wenn Red Tide ist, weil die das nicht. Ah, da sagst du gleich zu den Muscheln. Die Muscheln saugen das auf wie einen Schwamm. Deshalb, falls ihr euch fragt, warum wir keine Muscheln essen, das liegt daran. Auch wenn das hier nicht danach aussieht, als ob hier Red Tide ist, will man trotzdem natürlich sicher gehen, denn man will nicht krank sein. Ja, das ist doch auch den Fisch getötet. Ja, was soll man machen? Und die Schnecken geben enorm viel Energie. Aber da ist ja kein Red Tide, deswegen kamen ja auch die Ranger nicht an Tag 7 und haben uns gesagt, auf gar keinen Fall die Muscheln essen. Das kam ja, das war ja nicht so, weil wie im Behind the Scenes ja gesagt wurde, ist da ja kein Red Tide. Deshalb, falls ihr euch fragt, warum wir keine Muscheln essen, das liegt daran. Classic. Ist das krass, die lassen uns irgendwo raus, wo es keine Fische gibt. Gar nichts. Wir sollen nur Frösche essen. Und dann haben wir da Seesterne, Seegurken und diese Muschelschnecken. Und die hätten wir essen können. Digga, wenn die jetzt am Ende noch schmecken, bin ich stinksauer. Die schmecken richtig gut. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schmecken nicht auch irgendeine Delikatesse in Frankreich oder so? Oh, okay. In irgendeinem Land ist doch das übelste Delikatesse, oder? Ich glaube Frankreich. Ja? Ja. Also ich weiß nicht, ob jetzt die Schnecken, die jetzt hier an so einem Stein sitzen, gemeint sind damit. Aber ja. Oh ja, okay, Hanna scheint es auch mega zu feiern. Aber ich habe das Gefühl, Hanna ist nicht so ein Riesenfan von Schnecken. Oh, geil. Ey, also wenn das wirklich, wie Chat sagt, eine Delikatesse ist, dann wird das auf jeden Fall sehr sicher anders zubereitet, als so eine Stunde lang totgekocht. Wahrscheinlich, wenn du das nur ganz kurz irgendwie kochst, dann bleibt das vielleicht doch ein bisschen weich oder so. Aber der Geschmack irgendwie... Hat sich halt wer vorbereitet. Ich habe alles gelesen von alles, auch Umgebung, alles, alles, auf allen Sprachen, alle Videos, alles, mit jedem geredet. Die wurden nicht einmal erwähnt. Aber auch die Seesterne nicht. Wirklich nirgendwo. Was ist Red Tide? Red Tide sind irgendwelche Rotalgen, sind im Wasser. Die sondern irgendwas ab. Dann bilden sich irgendwelche Bakterien, die irgendwelche Sachen absondern. Das ist super giftig. Das ist dann einfach so im Wasser. Ist erstmal nicht schlimm. Aber Muscheln filtern Wasser und der Nahrung und nimm davon ultra viel auf, dass das in denen sehr, sehr hoch konzentriert ist. Und wenn du so eine ultra, ultra hardcore Red Tide vollgesaugte Drecksmuschel isst, kannst du daran sogar sterben. Und selbst wenn du nicht dran stirbst, kriegst du böse Symptome mit Krankenhaus und allem drum und dran. Vollste Turbo-Vergiftung. Und zu der Zeitraum war immer wieder Red Tide, weil das da gestimmt hatte zu dem Zeitraum. Im Behind the Scenes wird doch gesagt, es war keine Red Tide. Wir haben kurz bevor wir die Handys abgegeben sollten, haben wir alle nochmal gegoogelt, auch mit der Orga zusammen. Da waren die Gebiete und da waren wir mit eingeschlossen, Red Tide. Fritz meinte, er hat das falsch gelesen. Uns wurde gesagt, wir sollen das nicht essen. Wir sollen keine Muscheln essen wegen Red Tide-Gefahr. Kann man sich sehen, wie die... Digga, wenn uns das die Orga sagt, Digga, wir sind fucking Ultra-Noobs, dann hören wir doch da drauf. Wenn die uns sagen, esst keine Muscheln, dann essen wir keine Muscheln. Die Schnecke sich von der Schale löst und das... Sag ich so, ja, scheiß drauf. Ich vertraue denen nicht. Ich glaube, es ist keine Red Tide. Ich hau mir jetzt das Ding rein. Und Krankenwagen. Ey, aber man muss sagen, die Mädels haben gute Ahnung, Mann. Weiß nicht, ob ich Schnecken gegessen hätte, selbst wenn wir die gehabt hätten. Ich glaube nicht. Ich habe auch keine gesehen. Also wir haben immer Ausschau gehalten und so. Ja. Guck mal, Freunde, der Tisch hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Ach, guck mal, da unten hier auch. So ein bisschen auf mit Erde noch so verlehmt. Starker Tisch, geil, Alter. Ja, schmeckt. Oh, bei mir auch mitten in der Nacht Frosch einfach ins Gesicht. Ja, und auch Mäuse in den Haaren. Ich hatte Mäuse in den Haaren an zwei Nächten. Ich hab's nicht gefilmt, aber ich schwör's dir, Hanna auch. Wir hatten Mäuse und Frösche in unseren Haaren. Mäuse hab ich nicht gehabt, ja. Also ich hab Mäuse. Ich hab einmal einen kleinen Maus gesehen. Der war ganz klein. So ganz rund, ganz klein. Aber auf 2 Meter so ungefähr. Und dann ist er in sein Loch reingekrochen. Hanna mag halt nicht so gerne Fischkram. Gut. Für mich halt umso besser, deswegen habe ich halt einfach um alles gegessen. Und kanntest du Hanna gut davor? Gar nicht. Wir haben uns einmal trainiert. Siehst du, kann auch gut gehen, Joe. Oh. Und habt ihr euch gut verstanden? Die schmeckt richtig war gut. Super. Also ist heute auch, danach habt ihr guten Kontakt? Ja, wir sind immer mal wieder in Kontakt und das ist ein absolut liebes Mädchen. Kann man sagen, dass man halt mit sowas Friends Forever ist oder man braucht sich nie wieder sehen?
Ich glaube, dass du in der Zeit merkst, ob du entweder für immer Kontakt hast oder nicht. Glaube ich schon, weil du bist ja im besten Fall 14 Tage mit einer Person aufeinander. Und du merkst dann ja für dich, magst du die Person oder nicht. Also ich bin jetzt mit Sascha auch nicht jeden Tag in Kontakt. Nee, immer wieder, alle paar Wochen oder so. Aber wenn wir uns sehen oder wenn wir... Das ist ganz special für mich. Aber bei euch merkt man, da ist schon eine absolute, sag ich mal... Verbindung, ja? Ja. Bei uns ist special. Wir sehen uns. Aber es ist anders. Ihr kennt euch seit klein auf. Aber das stimmt nicht. Wir kennen uns auch nur seit Panama. Einzeln waren wir draußen. Ne? Vorher kannten wir uns gar nicht. Aber ihr versteht euch gut. Super, ja. Und deswegen hat das auch da mal so geflasht. Und bei euch, wie bei mir mit Jan, man kennt sich nicht, man lernt sich kennen, dann dauert das eine Zeit. Zwei Generationen auch komplett. Wie alt ist Hanna? Die ist 32. Okay, das heißt, die ist 10 Jahre älter wie du. Oder 9. Das ist wahrscheinlich dumm. Aber die Riesenwanderung kam da auch nicht rüber, ne? Wir haben nichts gegessen, wir sind komplett im Arsch, wir sind dehydriert, alles ist scheiße. Wir kochen in unserer Drogenküche unser Wasser. Und dann laufen wir 4 Stunden. Der Marsch war gefühlt mehr als alle anderen Teams zusammen. Oh, 2 Szenen reingeschnitten und jetzt haben wir 3 Stunden gepennt. Und jetzt heißt es ja, die pennen den ganzen Tag nur. Warte mal, es ist hier 17 Uhr, stand da, ne? Ja. Die haben 3 Stunden gepennt, das heißt, die waren 14 Uhr vom Marsch wieder zurück. Circa. Aber wahrscheinlich so 2 Stunden hin, 2 Stunden zurückgemarschiert oder so. Boah, es würde mich so krass interessieren, ob man bei denen das Wasser einfach so trinken könnte. Auch gerade hier jetzt so am Stein und so. Mit dem ganzen... Also, oh Mann, das... Ich würde es gerne wissen wollen. Ey, wir hatten Wilson. Wurde der schon thematisiert? Wir haben Wilson gefunden. Ich habe ihm eine Frisur geschnitten und einen Mund. Ja, Digga, wir kommen einfach nicht dran. Da sind wir wieder. Oh, wir nicht vorbei, oh nein. Er denkt über das Leben nach. Versuchen wir noch ein paar kleine Fische zu keschern. Wir sind hier nirgends ausgesetzt, wo irgendwie Flüsse mit Lachsen sind. Das ist halt einfach nicht der Fall. Vielleicht haben die anderen Kandidaten da mehr Glück, sind... Ey, er will doch nur angeben. Er hat fucking 6 Fische gefangen. Ich raste aus. Ist noch nicht vorbei, der Tag. Glaubst du, dass man halt so ein Wolf so essen kann? So kleine Fische zu keschern. Stimmt. Ich sag's nicht, wie es ist. Essen die Hunde, ne? Ja. Es ist nicht einfach. Also wird der Wolf auch. Was mir halt leid tut, ist für den Sascha. Der braucht viel mehr als ich. Ich habe auch so viel Fett angefressen. Also Sascha, ich habe viel mehr Fett. Ich habe die Fische irgendwann. Sascha hat die viel mehr gebraucht. Versucht so viel wie möglich. Der ging trainiert. Der hat so schnell abgeworfen. Ich habe dem alles gegeben. Wir haben versucht so viel. Ich fange Sascha so die alles. Er hat alles ausgelutscht. Sascha, du brauchst es. Ich habe nichts mehr dann genommen. Nur noch so Beeren. Ich habe es nicht gebraucht. Der hat ja weniger als 10% Fett. Den ganzen Fisch. Der ist ja halt auf den Fisch, den wir heute gefangen haben. Er will immer halbe machen. Gibt's ihn gleich. Ist schon aufgespießt, ausgenommen. Feuer brennt schon. Der sah am Netz größer aus. Der sah am Netz. Also es ist jetzt mal wirklich. Nee, die Aussage ist einfach perfekt. Der sah am Netz größer aus. Das ist perfekt. Das lassen wir bitte genauso stehen. Sich mit dem Lebewesen halt wirklich auch auseinandersetzt und sich einfach denkt. Ich war für kein Stück Kelb, was wir da gegessen haben, dankbar. Sag ich euch so, wie es ist. Direkt vor unserer Butze wuchsen da 10.000 Stück und das schmeckt wie Scheiße. Vielen lieben Dank. Wow, das ist clean. Wow. Schau, das siehst clean. Du das? Ich sehe es, ich bin ganz nah dran, gezoomt. Ich sehe es. Jetzt gönnen wir uns, komm. Siehst Sascha, du das? Ess du bitte. Hör auf, wieso soll ich denn essen? Du morgen Geburtstag hast und du hast viele Muskeln. Nein. Doch. Halbe, ich mag das nicht. Aber ganz halbe, ich mag... ich mag das nicht, ich mag das nicht. Okay, wir machen ganz nicht. Halbe. Oh, ja, ehrlich. Schau, siehst du das? Ich sehe es, ich bin ganz nah dran. Das ist ja so geisteskrank gewesen, ne? Oh, ist das krass. Ist das, guckt euch doch an, guckt euch doch an. Gezoomt. Ich mag das nicht. Aber ganz halbe, ich mag das. Wir machen ganz halbe. Bitte, bitte, nein. Bitte. Nein. Bitte. Na, muss ich echt. Na, das sage ich nicht. Ja. Das sage ich nicht. Das mache ich nicht. So schlechtes Gewissen mache ich. Ich. So geil, wie Knossi auch so in dieses Österreichisch geht. Abgang, du brauchst keins haben. Bitte, bitte. Ich gönn. Da gibt's für mich. Das geht in 1000 Jahren für mich nicht. Ich kann die ganze Hälfte nicht essen. Wieso nicht? Du hast das Romantra so weggefuttert. Ja, ich wollte immer mehr haben, so. Ja, ich trage die schweren Baumstämme. Ich wiege 40 Kilo mehr. Kann ich ein bisschen mehr essen? Nee, wir essen gleich viel, 50-50. Bei uns war es eher so andersrum. Ey, ich brauche ein bisschen mehr als die Hälfte. Nein, ich bin dünner als du. Du hast mehr Fettreserven. Ja, aber ich verbrauche auch viel mehr. Ich habe viel schwerer getragen. Nee, aber hier, so war genau andersrum. Gib mir das noch. Nein, das ist meins. Ich kann die ganze Hälfte nicht essen. Wieso nicht? Als ob er keinen Hunger hätte. Nee, er ist schon satt. Er macht's auf den. Er ist schon satt, alter, krank. Diese Hand wirklich so untalentiert. Ey, aber ich muss sagen, ich auch. Die Tripods waren bei mir auch immer Arschritze.
Romatra hat da die Knoten und diese Zwirbeltechnik gemacht. Ich habe einfach mehr Baumaterial herangeholt als jeder andere. Hab geschleppt, gesägt, entastet, reisig geteilt. Ich bin da absolut ans körperliche Limit gekommen. Aber knotentechnisch, die Tripods und für die Statik und die Stabilität hat Romatra geisteskrank abgerissen. Kam leider auch nicht so richtig hier rüber. Man kann sich's grob denken, ja, Romatra ist hier der verrückte Wissenschaftler und ich bin der Typ, der einfach da durch den Wald ogert und das Material ranholt. Kann man sich wahrscheinlich denken, auch aus den Vorbereitungsstreams, aber da war es wirklich extrem. Da war Romatra wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen war auch ein gutes Team einfach. Ich schon, ja. Die sind hier fix. Boah, jetzt guck dich an. Habe ich auch schon. Das Ding wird so hoch verlegt jetzt. Die lange Stange vorbereitet. Passt hier auf, diesen. Passt auf. Oh mein Gott. Und Dominik sieht aus wie so ein kleines Waschweib. Finde ich aber gut. Knie, wisst ihr, wie ich aussehe? Wie so eine Mutti, wenn die so ihr Putzkleid anhat, Digga. Ihr so ein Putzfummel, Alter. Ja, Mann. Ja, also irgendwie ist geil, die haben mehr Platz. Auf der anderen Seite, irgendwie wirkt das ganze System jetzt auf mich noch unstabiler. Und irgendwie auch bei Regen. I don't know, aber ich find's geil, sag ich ehrlich, dass die Jungs halt irgendwas machen, ne? Und nicht nur da drunter sitzen und jetzt jammern. Sondern die machen da was. Und das finde ich gut. Hierhin. Hattet ihr Angst, dass das nachts runterkommt? Ja, es ist manchmal passiert, dass so diese Dinger hier an den Seiten eingebrochen sind. Also, habe ich ja letzte Folge schon erklärt, hier ist ja so, seht ihr ja, hier ist so ein mega großer Abstand zwischen der Plane und dem Stock. Und das haben wir aufgefüllt mit diesem Moos. Deswegen liegt es meistens nur an der Seite und ein bisschen in der Mitte, damit die Plane nicht so hoch geht. Dafür war das Moos. Und manchmal ist Dominik, hat hier so an der Seite geschlafen und ist aufgewacht mit so einem Ballen Moos in der Fresse. Aber wir hatten jetzt nicht Angst, dass das einstürzt oder so. Das war schon sehr fest, Bro. Also wir haben auch so mal dran gerüttelt und so. Das war sehr stabil. Auf jeden Fall zumachen. Dadurch, dass es halt so ein Gewicht da drauf liegt, hält das schon ziemlich krass. Esst keine 40 Chicken Nuggets und legt euch dann direkt ins Bett. Ja, das ist schlecht. Also wenn ihr euch 4:30 in der Nacht noch eine 40er Bombe Nuggets reindrückt mit 4 Mayos und euch dann 30 Sekunden später schlafen legt, dann habt, also wenn ihr noch nie Sodbrennen hattet, macht das mal, dann wisst ihr, was Sodbrennen ist. Hat aber irgendwie auch was Gemütliches bei denen. Ich weiß nicht, dein Spot ist natürlich schon mit der ranzigste, weil es fürs Auge jetzt auf Dauer nicht so mega geil ist. Die haben nicht diese Möglichkeit an Fisch und Salzwasser, wo du die Krebse und alles Mögliche hast, die Schnecken ranzukommen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle es gerade, wie die da chillen. Ist schon ein Team raus? Nee, es sind alle Teams noch drin. Es kamen sogar noch zwei Teams dazu. Wir sind jetzt 18 Kandidaten. Das ist so geil, weil das hat sich immer mehr aufgebaut. Je mehr Dominik davon getrunken hat, desto mehr hat seine Psyche gesagt, du musst kotzen davon. Und desto weniger wollte er das trinken. Und desto mehr musste er wiederum kotzen davon. Das war jetzt im Nachhinein schon echt sehr witzig gewesen, wow. Ich verschnarch alle Tiere, die kommen. Ja, ich hatte, ja, oh mein Gott, Dominik hat so abgefuckt, Bro. Er hat so laut geschnarcht manchmal. Oh mein Gott, das war das wahre Survival da, Bro. Holy shit. Das war das wahre Survival, what the fuck. Ich habe aber auch, das stimmt nicht so ganz, was ich da gesagt habe gerade. Ich weiß nicht, ob es danach war oder davor oder so, aber ich hatte auch ein, zwei so Momente, wo ich so dachte, so, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, so, wofür machen wir das hier und so. Das Ding ist nur, Dominik hat halt immer so direkt so gesagt, so, ey, Bro, komm, schau, immer so aufgebaut. Das war meistens nichts, was wir gefilmt haben, aber dann hat Dominik gesagt, so, komm, Bro, so, dann haben wir wieder unsere Rechnung gemacht. Tag 5, Tag 6, Tag 7, okay, dann sind wir schon bei Tag 8. Tag 8, Tag 9, Tag 10, dann sind wir bei Tag 10, dann 11, 12 und dann haben wir es eigentlich schon geschafft, weil 13, 14 juckt nicht. Bro, so haben wir geredet ab Tag 1, genau diese Rechnung, immer bis zum Ende durchgespielt. Okay, 6, 7, 8, ja, okay, das sind immer so ein Dreiergruppchen. Ja, okay, dann haben wir das, ja, dann 9, 10, 11, ja, alles klar. Und dann halt 12, 13, 14, ja, Bro, die zählen gar nicht mehr. Die haben wir ja dann schon, so, Bro, so dumm. Ja, ist crazy, Leute, wirklich, ey, no joke, ist eine krasse Erfahrung. Würde ich die jemals wieder machen? Nein. Es ist irgendwie trotzdem cool, dass wir da sind. Ich würde es auch nicht nochmal machen, aber ich finde es gut, es einmal gemacht zu haben. Also ich würde es kein zweites Mal machen, aber wenn ihr Bock habt, einmal, wenn ihr so ein bisschen affin seid, einmal würde ich es euch schon empfehlen. Ey, der Unterschied ist immer so krass, ne? Da alles moorig, dunkel bei und jetzt hier hast du einfach weiten Blick. Es sieht voll schön aus am Schöner Strand. Schöner Sandstrand. Der Unterschied ist immer so krass beim Cut. Ja. Alter. Der, dieses gelbe Drogenwasser, dann diese vercrackte Flasche, dann unser vercrackter Filter und dann diese turbo-vercrackten Auffangbehälter. Ist das, Alter, wenn da so ein Ranger vorbeigekommen wäre, der hätte uns direkt verhaftet. Mit der Küstenwache wären sie angekommen. Aber Joey, jetzt mal ganz ehrlich. Ja.
Jedes Jahr denke ich das bei Seven vs. Wild. Das ist doch, man sollte toll, doch den oder? Einfachsten Weg gehen. Ich koche, ja, genau, ich koche doch da kein Wasser ab. Und wie die in der Glasflasche. Ich fahre doch nicht dahin und koche Wasser ab. Weißt du was, wie lange ist der Weg? Das Wasser holen, Feuer machen. Du brauchst so viel Holzmaterial. Alles das ist einfach, sorry zu sagen, Jungs, aber Katastrophe. 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 Und dann musst du das Wasser, musst du halt quasi kalt werden. Du brauchst am Tag mindestens 2 bis 3 Liter. Das geht nicht. Das geht nicht. Ey, aber man muss wirklich sagen, also man kann wirklich sagen über Wieland und Max, was man will, aber die Jungs haben da auch richtig geackert, Alter. Bro, die ganze Zeit irgendeine scheiß Erkundungstour, Bruder, 9 Arten irgendwie, um irgendwie Wasser abzukochen, Alter, die waren da wirklich am Machen. Also die haben auf jeden Fall auch, ja, die haben auf jeden Fall auch abgeliefert, ganz, ganz klar. Direkt. Aber es ist Survival, das ist geil, ich freue mich mega, dass wir das gemacht haben. Die Flasche ist kaputt. Ihr hättet die halt eine Flasche nicht komplett leeren dürfen beim Nachfüllen, naja. Aber sie hat 2-mal gekocht, guck mal, wir haben so einen riesen Behälter voll. Flasche ist. War da jetzt, wie viel Wasser war da jetzt noch drinne? War die voll? Oder haben die die da einfach leer drüber hängen lassen? Leer drüber hängen lassen. Ja gut, dann ist klar. Mhm. Hey, sie haben es benutzt einmal, es hat funktioniert. 2-mal. Was wollen sie denn noch? Eben. Ja, aber hä, habt ihr die da leer hängen lassen? Ja, ich glaube. Ja, leer. Einen kurzen Moment aber nur. Leer darf man nicht. Okay. Leer darf man, for real? Nein, das ist echt so. Das Wasser muss ja die Energie rausnehmen, Bro. Oder kaltes Wasser rein. Ja, eigentlich müsstest du dann die Flasche abkühlen lassen, wieder Wasser rein und dann wieder erhitzen, ne? Aber guck mal, wie clean der Boden da abgefallen ist von der Flasche. Ja, das ist wie auf TikTok, wo die Leute aus alten Glasflaschen so Trinkbecher machen. Ja. Nur andersrum quasi. Nee, wir sind einfach wirklich, das müssen wir überlegen, wir sind die einzige Inselseite, die auf dem offenen Pazifik sind. Der einzige Regenwald-Sumpf. Und dann haben wir auch noch Nordausrichtung und sehen keinen Sonnenauf- oder Untergang. Und dann ist das der einzige Spot, wo es regnet. Wenn es regnet, ist es hier der einzige Spot, wo es regnet. Hier und bei Fritz und Martin. Bei den anderen bleibt es trocken. So, kleiner Sonntagsausflug. Obwohl ich keine Ahnung habe, was für ein Tag heute ist. Wir gehen schauen, ob wir den Sonnenuntergang von da hinten sehen. Weil wir haben ja noch keinen Sonnenuntergang gesehen, weil hier Nordausrichtung ist. Ja, der Norden, das ist zu nervig. Ja. Wir sehen keinen Sonnenaufgang. Weil das dahinter ist, weil sie gerade was dahinter ist. Schade. Ja, Mann, ey, wieder übelst geil, dass du in die andere Richtung gefilmt hast. Man versteht Max übergut. Danke, Bro. Das krass hier. Beste aussehen. Mann. Schade, dass wir nicht einen Sonnenuntergang sehen, ne? Das ist echt schade. Ja, müsste hinwandern. Aber da nur für den Sonnenuntergang laufen ist auch dumm, weil danach ist die Sonne weg. Und dann müssen wir den Weg zurück bei Nacht. Im Dunkeln über die Glitzsteine. Ja, jetzt geht's tags. Affe und Hanna. Boah, ja. Aber geht's los. Hier eine Frage, Anna-Kathrin. Ja. Nennt man dich auch Affe? Ist das okay? Oder? Ja, das ist komplett fein. Du, ist so witzig auch. Meine Freundin sagt letztes Mal, ich wusste auch nicht, wie ich sie nennen soll. Sie hat sich mit ihr unterhalten bei meiner Weihnachtsshow. Einmal noch den ganzen Bus. Und dann sagt sie wirklich, ja, ich soll die Affe nennen. Affe. Und dann hörst du jemanden von hinten, vom Ton. Affe. Ja, mach mal den Ton vom Affen. Und das ist für sie völlig normal. Okay. Also auch selbst mein Bruder nennt mich mittlerweile so. Ich bin halt mit dem Namen mehr oder minder auch aufgewachsen. Also ich bin halt einfach der Affe. Und das ist okay, ihr könnt mich auch Anker nennen, wenn euch das unangenehm ist. Aber ganz ehrlich, für mich ist es total. Das ist der Affe und fertig. Okay, also nicht beleidigen. Das ist nein, nicht so um Gottes Willen, ich nenne mich ja nicht selber Affe und sag dann, wenn du Affe nein, sagst. Oh. Ich meine, es ist geil, dass du dich selber quasi einen Namen nennst, der nicht Schwingen immer, sag ich mal, irgendwie so, du könntest dich auch Queen nennen. Ja, aber so nennen. Richtig so. Okay. Affe klingt nicht so royal-mäßig, ja? Das machen die Einheimischen hier ganz gerne. Find das gut, Affe. Ja, ich finde es auch schnell fix. So ein bisschen besser zu riechen. Easy. Funktioniert nicht. Affe. Opfer mal sie. Es gibt ein Update, Leute. Ich stinke. Wir stinken immer noch. Ja, aber so richtig so ein anderer Körpergeruch. Ja. Ich finde es richtig eklig. Und der geht auch nicht weg, weißt du, ich bin schon die ganze Zeit dabei, mich mit Cedar einzureiben. Das machen die Einheimischen hier ganz gerne, um sich der Natur anzupassen und so ein bisschen besser zu riechen. Funktioniert nicht. Uns nicht mehr. Einfach Absturz. Hopfen einfach Absturz, sagt sie. Da können wir wahrscheinlich vom Glück reden, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Alles? Ja. Seht ihr das? Crazy. Ich kann das bei den beiden nicht einschätzen, was da für eine Dynamic ist. Weil manchmal ist Hannah schon auch so abgefuckt, oder? Nee, ich glaube, das ist einfach ihre Art. Ja? Ich glaube nicht, dass sie... Nicht jetzt in Ernst abgefuckt, aber so, aber dass sie so denkt, so, Digga, was machst du denn jetzt, Alter? Safe gerade im Hotel gepennt? Ja, wir hatten ja eh jede Nacht immer Wohnwagen und Catering. Also die sind halt gerade von Schminkteam so geschminkt worden, dass die aussehen, als hätten die draußen gepennt, wurden da reingelegt ins Ding und jetzt so, oh Leute, guten Morgen, so auf den, ja klar kommen die aus dem Wohnwagen. Ich glaube, Max hat das nur gejuckt, ob er stinkt. Ich sag, ich hab da am meisten gestunken, Top 3. Ich hab
Ich glaube sogar Mais. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand heftiger gestunken hat als ich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist nicht möglich. Blutung. Ich weiß es nicht, aber das macht man übrigens, wenn man seine Regelblutung hat, zwischen die Beine oben. Damit das die Wildtiere nicht so anzieht und man sich dem Geruch der Natur anpasst. Übrigens, Thema Regelblutung. Wow. Heute ist der letzte Tag meiner Regelblutung. Oh, Pogchamp! Das heißt, das kann nichts mehr schief gehen, Anna. Oh Gott. Oh Gott, der Affe wird noch mehr Energie haben. Holy shit. Ja. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir dafür ready sind, Leute. So, einen wunderschönen guten Morgen. Naja, also wie ich schon mal gesagt habe, ist es wirklich krass, dass sie während ihren Tagen da rein musste oder wie auch immer. Das stelle ich mir nicht geil vor, Bro. Holy shit. Oh shit, Max hat Geburtstag jetzt, oder? So, einen wunderschönen guten Morgen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Bro, das muss Max' schlimmster Geburtstag gewesen sein. Heilige Scheiße, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als aufzumachen und das zu sehen. Happy Birthday, lieber Trimax. Und Sascha. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag, Sascha. Ah, das war am selben Geburtstag. Tag. Day to you, happy birthday to you. Das war mein dunkelster Moment. Da möchte ich nochmal wiederholen, was ich letzte Folge erzählt habe. Und zwar hat Wieland vergessen, das Geburtstagsgeschenk vorzubereiten für Max. Er wollte uns alle beten, dass wir Voraussetzung, was auf einer SD-Karte so sagen, so, hey Max, was geht? Kevin hier, ich wollte dir alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und das war übelst die gute Idee und es war auch abgesegnet von der Orga, dass er diese eine SD-Karte mit reinnehmen hätte dürfen. So extra quasi in seiner Tasche oder so. Porgas. So und er hat es vergessen, Bro. Er hat es vergessen. Wanderung habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, weil ich mir einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Fisch wünsche. Ist euch mir aufgefallen, dass er jeden Tag eine Wanderung ganz macht? Toll. Die laufen jeden laufen Tag. Wieder in yeah. die Richtung, soweit wie es geht. Die laufen einfach. Also ich fühle okay, mich richtig. Echt nicht so frisch tatsächlich. Ich meine, dass frisch? Trimax ja, ich am Tag 8, wenn mich einmal so einen Ring gebaut hat. Ich fühle mich nicht so frisch. Und seine Frau, so frisch tatsächlich. Ist das geil. Oh, ja, denke, das ist sehr romantisch. Das war schon. Ich will auch nicht jetzt. Ja, ich glaube, der hat was nicht so geil, weil meine dann so geguckt hat. Aber nee, was kommt mein Ring? Meine, du kommst nicht auf so eine Idee. So auf die Art, weißt du? Du musst sagen, später kommt was Krasseres. Kommt später nochmal. Energie ist noch sehr gut. Bei der Leistung, die wir hier bringen, würde ich zu Hause. Es ist mir immer wichtig, dass ich gut hydriert bin. Trinke ich 4-5 Liter. Holy shit. Digga, 4-5 Liter ist wild. 4-5 Liter ist wild, aber ich trinke auch richtig viel immer. Also ich glaube, so 3 Liter sollte man schon mindestens trinken am Tag als erwachsene Person. Wie alt ist er geworden? 29. So. Die haben das schon wieder nicht gezeigt. Wieso nicht? Die zeigen nur, wie wir ankommen. Wir sind da so über... So. Glitschige Steine. So wie hier, so ganz da hinten rechts hier. Also gut, sieht nicht so der Kopf davor. Guck mal. Ja, doch, okay. Hier ist halt alles voller Algen. Und hier auch um den Stein rum war alles, so Ebbebecken. Und da waren die Steine gar nicht zu sehen, weil alles voll mit Seegras und Algen war. Da sind wir lang geklettert. Aber die haben nie... gezeigt, wie wir da rübergegangen sind. Immer nur das Ende. Die haben uns eigentlich auch verboten, immer so glitschige Steine zu klettern. Das sind die ganzen Schnecke von Affe, Alter, die sie aufgegessen hat. Das sind Schnecken und keine Muscheln, Alter. Hinter mir war auch so eine Bucht wie hier. So eine Bucht. Das war eine gigantische Höhle. So eine, die war ausgespült. So ein riesiger Torbogen, so eine Höhle. Und in dieser Höhle war ein Fels, der aus dem Wasser geschaut hat. Wie in so einem scheiß Disney-Film. Und auf diesem Fels lag eine Robbe und ich konnte übertrieben dicht an sie rangehen und sie hat mich angeguckt und ist dann ins Wasser gesprungen. Wieso zum Fick schneiden die krasseste Szene nicht rein? Alleine zurücklassen, ich bin da vorne, du bist hier, ich kann auch das Bärenspray da lassen, wenn du willst. Das ist keine Teamplay-Aktion. Warum dir. Musst du das denn? Teamplay-Aktion, du hast doch beide an der Hose. Stunden von da hinten her Nein. Offensichtlich nicht. Ach, die Leute haben, als ob der Bärspray so unangenehm zu tragen war. Ja, ich mich damit selbst, schon sehr unangenehm. Ich hab mich selbst damit bespritzt, klar, nicht aber... Nicht nur du. Das ist ja trotzdem, das an Gürtel zu machen, ist ja wirklich kein Act so. Ja, aber es verletzt mich stärker, als ich damit andere verletzen kann. Dann wussten die doch nicht. Das ist eine Rote da hinten. Das Rote... Aha. Die haben also Food Packages bekommen. Ah, da sind sie wieder, ja. Es war wieder hier eine Lieferung aus der Luft. Da dran rum. Digga, Wieland will nicht.
Wieland will nicht, aber Max zwingt ihn und er gaslightet ihn, weil er Geburtstag hat. Ja. Was zugegebenermaßen ein guter Gaslight ist. Ich glaube, das ganze Material beim Schnitt wurde gar nicht gesichtet. Nee, das kann nicht sein. Da will ich die Szene für mich haben. Es ist ja auch so, Sascha hat zu... jetzt kann man ja wirklich hier, ne? Jetzt mal wirklich hier. Moin, ich habe gerade die Folge geschaut, wo ich Geburtstag hatte. Sascha hat ja auch eine Spezialfolge zum Geburtstag bekommen. Wir hatten ja die riesige Wanderung gemacht und, und. Da ist noch ziemlich viel passiert. Könnt ihr, ich habe ja auch eine Robbe gesehen an meinem Geburtstag in dieser kleinen Höhle da an der Küste auf dem Felsen, was ultra krass, war für mich gefühlt die krasseste Szene bei Simpsons World. Wurde nicht mit reingeschnitten. Gab's da, wurde das nicht gesichtet oder war das, war die Datei fehlerhaft oder habe ich es nicht gefilmt? Aber ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Aufnahmen gemacht. Das kann eigentlich nicht sein. Da könnt ihr mich mal updaten. Ansonsten würde ich das sehr, sehr gerne irgendwie an das Zusatzmaterial, also nur das, was nicht ausgesendet wurde, selber hochladen. Wie Sascha. Das wäre sehr cool. Danke. Es kam, wie es kommt. Eben laufen wir noch lange in die Pfütze und jetzt sind da einfach meterhohe Wellen bei unserem Weg. Uns wurde so doll. Uns wurde so doll der Weg abgeschnitten am Geburtstag. Ah, ist auch ein Scheißtag. Man musste. Naja, ich wollte halt, dass die Robbe sich bewegt für die Aufnahme und da habe ich so einen riesen Felsen von oben die ganze Zeit auf die Robbe geworfen. Bis sie dann ins Wasser gesprungen ist. Das waren so riesen 20 Kilo Felsen, habe ich da vollautomatisch auf die Robbe und mein Speer hinterher und alles. Angelhaken nach der geworfen, das Messer, die Säge, alles. Also es kann eigentlich nicht ein falscher Umgang gewesen sein mit der Robbe, glaube ich. Ich wollte halt, dass sie sich bewegt für die Kamera. Oh, da hat er Geburtstag. Ja, guck mal. Wie alt ist er geworden? Ich habe auch eine Überraschung für ihn. Ne? Wo hast du die gehabt? 31, ja, mitgenommen. Alles Gute. Okay, ich weiß, cool. Du hättest wahrscheinlich gerne Geburtstag mit deiner Frau verbracht. Alles Gute. Ich weiß, du hättest wahrscheinlich gerne Geburtstag mit deiner Frau verbracht, mit der Familie. Jetzt bist du hier mit mir im Urwald. Ja. Ich hoffe es trotzdem. Du hast trotzdem viel Spaß. Ja, auf alle Fälle. Knossi hat 6 Geschenke für Sascha. Ja, danke. Und noch ein Text. Okay, lies vor. Ah, und noch ein Text. Sorry, 7 Geschenke. Rumatra wollte Videogeschenk machen, hat's aber vergessen. Ja, okay, Shoutouts. Vor allem, wie Knossi da auch da ist, Bro. Wirklich wie so ein 14-Jähriger, Bro, so geil. Rumatra ist echt über seine Grenzen hinausgegangen. Das reicht als Geschenk. Mehr Geschenk konnte er mir nicht machen. Vom ganzen Team. Das ist so geil, weil Trimix hat am selben Tag Geburtstag und alles, was Trimix bekommen hat, ist eine riesen Wanderung und einmal Happy Birthday von Wieland. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh mein Gott. Und Wieland hat selbst dieses GoPro-Video vergessen. Das ist so typisch Wieland einfach. Sowas macht er die ganze Zeit. Das ist so geil. Er macht es auch, glaube ich, nicht mit Absicht, aber das ist so geil einfach. Ich liebe es, wirklich. Ey, das versteht jetzt vielleicht auch keiner. Minzbonbons, aber für uns war das Minzbonbons. Weißt du so? Das ist Tag 7 oder 8. Ey, und ich musste ja irgendwie, dass das noch in die Flasche passt. Und dann habe ich das so. Und dann hat er gefragt, was ist das? Angelhaken. Dann habe ich so gesagt, das ist das. Weißt du, ich habe die alle zugeklebt, dass der nicht weiß, was das ist. Und dann dachte ich mir, ich freue mich schon nach einer Woche Minzbonbons. Und das Geschenk wird ihm nie wieder in seinem gesamten Leben aus dem Kopf gehen. Was meinst du, wenn du so ein Bonbon. Der hat die jeden Tag hier, unsere Jacke hatte hier immer eine Tasche, hatte die jeden Tag drin gehabt. Jetzt ist Zeit. Also das heißt mehrere, nicht nur eins? Sondern nee, das waren schon mehrere. Die habe ich da alle rein. Das sind so ganz kleines Mint-Bonbon. Die TikToks oder? Ja, sowas. Direkt nach der Folge geht es bei dir weiter, nur 30 Minuten. So bis zu 30 Minuten, was du machen willst. Ich habe das davor alles erfragt. Ich habe gesagt, pass auf, ich brauche ein Special-Geschenk, was man nicht kaufen kann. Ja, klar. Weißt du, so. Und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass der... Das ist fertig, der kann nochmal eine halbe Stunde filmen, das kommt einfach auf seinem Kanal. Für ihn Seven vs. Wild Special, nur Content, den er da filmen kann, auf der SD-Karte, den er kriegt für sein YouTube. Mega. Das ist cool. Ja, ist doch geil. Ich will mir das anschauen. Ich will wissen, wie er sich fühlt, dass er halt quasi so ein Exklusivbonbon bekommt. Ja, weißt du? Ein Exklusivbonbon. Er konnte filmen, was er will und sowas. Ne? Kann erzählen, was er will und kann das einfach, weil und normalerweise... Wird er gestoppt nach halber Stunde oder wie... Eine halbe Stunde haben wir gesagt, mach eine halbe Stunde oder so. Ja, klar. Hab ich gesagt, ja, ist ja egal, eine halbe Stunde reicht ja. Der kann da machen, was er will. Ne? Da hat halt, ja, ist so. Also, das hätte kein anderer Teilnehmer bekommen, Bro. Also, da hat halt Knossi wirklich alles spielen lassen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Knossi gesagt hat, wenn ihr mir das nicht gebt, nehme ich nicht teil. Und die dann so, Digga, fuck, wir brauchen Knossi in der Staffel. Ja, okay, dann mach.
Digga, kein anderer hätte das bekommen, Bro. Niemals. Was ist das? Ja, aber... Pause. Ihr habt ja auch exklusiv Material bekommen mit der Podcast-Folge. Wir durften halt einen Podcast aufnehmen. Ja, ja, aber... Da, also... Das ist jetzt nichts Krasses. Also was heißt Krasses? Das ist, wir haben ja nicht extra SD-Karten bekommen oder so. Nee. Oder doch, doch, hey, actually. Ja, doch, sagen. Okay, nein, warte, ich nehm's zurück. Wir haben auch zwei extra SD-Karten bekommen. Ja. Ich nehm's zurück, saved, schau das an die Orga. Ja. Ey, und danke. Max' Geschenk war eine Wanderung mit Wieland, die Wieland nicht mal wollte. Ja. Digga, ist aber satisfying, dass das symmetrisch ist, das Ausgegraute. Mann, aber es war eine sehr geile Folge, Bro, real talk. War eine sehr geile Folge.